Moin Leute, Trimax hier. Es wurden die nächsten Balance Changes auf Twitter von Clash Royale, von Supercell, angekündigt. Ihr hattet euch ja gewünscht, dass ich die mal mit euch durchgehe. Ich werde die Änderungen vorlesen, dann was sich Supercell dabei gedacht hat und was meiner Meinung nach, wie das Spiel beeinflussen wird. Ob das sinnvoll ist, ob ich das gut finde, ob ich das schlecht finde, alles Mögliche. Alles klar, fangen wir gleich an. Der Royal Giant wurde natürlich genervt. Er wurde schlechter gemacht. Der Royal Giant war einfach die beste Karte. Muss man sagen. Man konnte ihn zwar countern, aber nicht wirklich, um in ein Elixier Plus zu kommen. Heute habe ich ihn gerade im Chest Opening Level 12 bekommen. Gut, jetzt wird er schlechter gemacht. 4% ist nicht viel. Mal schauen. Es ist auf jeden Fall notwendig, dass er schlechter gemacht wird. Ich weiß aber nicht, ob da die 4% reichen. Im vorletzten Patch hat er ja 20% extra Damage bekommen. Und jetzt werden ihn die 4% wieder genommen. Das ist nicht wirklich viel. So. Das nächste ist der Frostzauber, der Freeze. Der wird um eine Sekunde auf allen Rängen verschlechtert. Eine Sekunde, das ist echt extrem viel. Da hat der Hawkrider teilweise ein bis zwei Hits zusätzlich nochmal raufbekommen. Durch diese eine Sekunde. Mit der Begründung, warum der Frostzauber schlechter gemacht wird. Supercell begründet, dass der Schweinereiter ist zu stark in Kombination mit dem Frostzauber. Deswegen machen sie den schlechter. Keine Ahnung. Die Begründung für die halte ich nicht viel von. Ich würde einfach dann den Schweinereiter schlechter machen. Den Freeze kann man so schön für so viele Sachen benutzen. Jetzt machen die den nur schlechter. Wegen dem Schweinereiter, eine Sekunde ist auch unglaublich viel. Ihr müsst mal überlegen, jedes Mal, wenn ihr den Freeze-Spell verbessert, bekommt ihr, glaube ich, 0,3 Sekunden zusätzlich. Das heißt, dann ist ein Freeze-Spell Level 4, wie auf einmal dann wieder ein Freeze-Spell Level 1. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also das ist schon total viel, eine Sekunde. Ihr müsst ihn drei Ränge verbessern, um diese eine Sekunde wieder drinnen zu haben. So. Das nächste ist der Ofen. Der Ofen wird nicht schlechter gemacht oder besser gemacht. Der Ofen wird komplett, bekommt kompletten Rework. Der wird völlig überarbeitet. Er kostet nur noch 4 statt 5 Elixier. Er bekommt weniger Leben, klar, weil er halt viel weniger kostet. 14% weniger Leben und seine Lebensdauer wurde auch gekürzt von 50 auf 40 Sekunden. Mit der Begründung, dass der Ofen überhaupt nicht gespielt wurde. Ja, vielleicht wird er dann irgendwas bringen. Ich werde ihn auf jeden Fall mal testen. 4 Elixier ist echt nicht mehr viel. Und die Fire Spirits, die da rauskommen, sind nicht verkehrt. Und zusätzlich, nicht nur, dass der Ofen, wahrscheinlich wird er besser gemacht. Ich denke mal, er wird dann in einigen Situationen spielbar sein. Nicht nur der Ofen wird besser gemacht, sondern auch was da rauskommt, nämlich die Fire Spirits. Und das ist jetzt krass. Das ist, denke ich, das Heftigste, was in den Balance Changes passieren wird. Die Fire Spirits bekommen 25% mehr Area Damage Radius. Also die Explosion der Fire Spirits wird viel, viel größer sein. Ich habe teilweise die Fire Spirits auf dem Diablo-Account schon gespielt und ich habe sie oft eingesetzt. Dann waren da irgendwie 4 Barbaren und ein Barbar hat sich irgendwie von den anderen 3 Barbaren getrennt. Dann gehen die 3 Fire Spirits nicht auf alle 4 Barbaren, sondern treffen nur diesen einen Barbaren. Oder teilweise wurden auch nicht alle 5 Minions aus der Minion, alle 6 Minions aus der Minion-Horde getroffen. Da waren die Fire Spirits so ein bisschen blöd dann immer. Das wird jetzt behoben, indem die 25% mehr Flächendamage machen, also einen größeren Radius Flächendamage. Der Schaden bleibt gleich. Mit der Begründung von Supercell, der Schaden ist zwar gut, aber sie treffen den Gegner nicht immer so, wie man es gerne hätte. Deswegen die Vergrößerung um 25%. Das ist schon echt heftig. Ich habe die noch auf Level 1. Da werde ich ordentlich upgraden müssen. Das wird eine richtig starke Karte werden. Kostet ja auch nur 2. So. Als nächstes werden die Guards verbessert. Ich habe sie heute auch im Chest Opening gezogen. Die Guards sind eine ganz gute, ist eine ganz gute Überlegung. Die Karte finde ich auch ganz okay. Ich habe sie selber gespielt. Auf dem Diablo-Account ist die, glaube ich, sogar schon Level 6 oder Level 7. Da habe ich sie gespielt, mehrere Games getestet, ungefähr 20 Stück. Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen,
dass sich diese Karte für drei Elixier einfach nicht lohnt. Die Skelette für ein Elixier fand ich deutlich besser. Drei Elixier ist zu viel für so eine Karte. Und deswegen bekommt die Karte 5% mehr Leben, also jeder einzelne Guard, das werden ja mal drei Guards beschworen. Jeder Guard bekommt 8% mehr Leben und 8% mehr Schaden. Das ist schon ordentlich. Also von beidem 8% dazu, da bin ich gespannt. Ich habe auch teilweise gegen die Karte gespielt und dachte mir, die machen ja überhaupt kein Damage. Dann setzt der Gegner irgendwie drei Guards ein und die greifen dann irgendwie meinen Riesen an und da passiert gar nichts. Also das war für drei Elixier keine gute Karte. Ich denke, die 8% werden da helfen, sowohl im Leben als auch im Schaden. So, und jetzt kommt das nächste, das wundert mich so ein bisschen. Der Miner, ich selber habe ihn noch nicht, der Miner wird besser gemacht. Sein Leben wird um 6% erhöht. Das ist extremst heftig, sag ich. Da er einfach zum Beispiel vorausgeschickt wird an den Turm, dann tankt er diesen Turm. Er macht nicht viel Schaden, es geht auch nicht um den Schaden vom Miner am Turm. Der Miner hat ja auch reduzierten Schaden. Das wisst ihr ja, er hat ja reduzierten Schaden an Türmen. Dafür hat man ihn auch nicht eingesetzt. Er hat so als Mini-Tank, als Instant-Tank, also er war sofort da als Tank. Er musste nicht erst hinlaufen, sondern er war sofort da und tankt das Ganze. Dafür kriegt er jetzt 6% mehr Leben mit der Begründung, dass der Miner zwar ab und zu gespielt wird, aber die Leute haben noch nicht so richtig gute Decks mit dem Miner gefunden und diese 6% mehr Leben werden dabei helfen, ein starkes Deck mit dem Miner zu konstruieren. Das ist allerdings falsch, finde ich, weil schaut euch mal die globale Top-Liste an. Platz 2 der Welt spielt den Miner und der ist nur auf Level 3. Schon mal mega krass. Wer hat es noch? Ich glaube, der Platz 4 spielt ebenfalls den Miner. Also, der ist in der Top-Liste global ordentlich vertreten. Es wurden ja schon viele Decks mit ihm gefunden. Der ist sehr stark in Kombination mit Mini-Packer, mit einer Prinzessin, mit einem anderen großen Tank, mit einem Lava-Hund, Minion-Horde, Schweinereiter, Kobolde, alles mögliche. Der Miner ist schon komplett okay. Vielleicht sogar zu stark. Ich habe heute gegen den Miner Level 4 gespielt. Der hat dann einfach die ganze Zeit meinen Tower getankt und den sogar dann zerstört. Gut, er hat auch bessere Karten, aber ich fand den Miner vollkommen okay. Ich hatte da nichts gemacht. Und dann nochmal 6% mehr Leben ist ein bisschen krass. Ich bin gespannt, wie das laufen wird mit dem Miner. Fürchte ich mich so ein bisschen, dass der zu OP wird. Weil man kann ihn ja auch nicht aufhalten. Er kommt einfach aus der Erde und ist schon direkt am Turm. Man kann ihn nicht so richtig geil kontern. Und er kostet ja auch nur 3 Elixier. Irgendwie ein Freespell raufpacken oder sonst irgendein großartig Einheiten einsetzen für die Verteidigung. Lohnt ja nicht so richtig. Er kostet ja nur 3. So, die nächste Veränderung. Der Lava-Hund, das war klar. Alle sagen, es ist die schlechteste Legendary-Karte. Die schlechteste Legendary-Karte. Ich habe ihn heute gezogen aus einer Giant-Chest. Den zweiten Lava-Hund. Ich habe jetzt sogar Level 2. Habe mit ihm auch schon ein ganz geiles Deck gefunden. Und was passiert? Er bekommt 3% mehr Leben. Das ist 3% klingt jetzt nicht viel, aber 3% von 3200 Leben ist schon ganz ordentlich und viel stärker. Seine Lava-Pups, die da rauskommen, die zweite Phase des Lava-Hunds, die Lava-Pups bekommen 9% mehr Leben. Wie viel Lava-Pups kommen da raus? Weiß ich gerade gar nicht. Irgendwie 6 Stück oder so kommen aus dem Lava-Hund raus. Und dann alle 6 Lava-Pups haben dann 9% mehr Leben. Das ist schon eine ganz gute Sache. Da habe ich auch Bock drauf. Den werde ich dann ordentlich spielen. Die Karte macht echt Spaß. So ein Lufttank ist immer eine geile Sache. Habe ich auch schon in Clash of Clans gefeiert. So, kommen wir zur nächsten Karte. Die Elixierpumpe, ganz wichtig. Und da hat Supercell genau das geschrieben, genau das beschrieben, was ich selber auch immer gesagt habe. Ich habe immer ohne die Elixierpumpe gespielt. Die Karte ist mir ein bisschen zu defensiv. Ja, man kann den Gegner immer kommen lassen. Die Elixierpumpe ist einfach total eine starke Karte. Und Supercell nimmt der Elixierpumpe 9% Leben. Das finde ich gut. Das finde ich auf jeden Fall gut. Die Elixierpumpe wurde oft zwischen die beiden Arena Tower gesetzt, so als Tank zum Ableiten, zum Umleiten des Schweinereiters oder den Royal Giants oder sonstiges. Die 9% Leben, die da verschwinden, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Mit der Begründung, dass die Elixierpumpe zu oft gespielt wird. Das ist die meistbenutzte Karte oben in der globalen Rangliste. Jeder spielt mit der Elixierpumpe. Und das hat mich auch genervt. Ich habe heute noch im Stream gesagt, ich würde am liebsten nicht die Elixierpumpe mitnehmen. Aber man muss es einfach. Man muss es einfach. Ich war gezwungen, die Elixierpumpe mitzunehmen. Und damit das nicht passiert,
werden sie die Elixierpumpe ein bisschen Leben nehmen. 9% von 1235 ist okay, wird helfen. Dann braucht bestimmt der Schweinereiter irgendwie einen Hit weniger oder ein Musketier muss einmal weniger draufschießen. Das bringt auf jeden Fall schon was. So, ihr habt ja alle mitbekommen, der Miner bekommt extra Leben dazu. Und der Miner ist ja genau wie der Ritter. Der Ritter bekommt nicht nur 6% Leben dazu, der Ritter bekommt 10% Leben dazu. Finde ich auch richtig gut. Der Ritter wird überhaupt nicht gespielt. Also, ich weiß nicht, wann ich den das letzte Mal gesehen habe. Hat er auf jeden Fall verdient, ist der komplette Allrounder in diesem Game. Und dadurch wird er halt nicht gespielt. Er hat keine Stärken und er hat keine Schwächen. Und das sorgt eigentlich dafür, dass er nicht gespielt wird, dieser Minitank. Das möchte Supercell ändern. Gibt ihm 10% mehr Leben, was natürlich ordentlich ist. Das entspricht jetzt einer Stufe höher. Das entspricht einer Stufe höher, ihr seht es hier gerade. Wenn ich jetzt upgraden würde, würde ich 138 Leben dazu bekommen. Und das bekomme ich jetzt sozusagen automatisch durch das Update. Ist eine ganz gute Sache. So, die nächste Karte, ebenfalls eine nicht so häufig gespielte Karte. Ich fand die Karte auch nicht so geil. Der Bomber. Der Bomber kriegt, er macht ja schon einen unglaublich großen Schaden. Ja, es ist nur eine Einheit, sie stirbt schnell. Der Bomber stirbt schnell, alles Mögliche bringt 0, jetzt den Bomber um. Das Starke an ihm ist einfach nur sein Schaden. Und der wird nochmal um 10% vergrößert. Das wird krass werden. Das wird krass werden. Ich will sehen, wie der Bomber die Barbaren aussehen lässt. Das wird echt eine geile Sache. 10% Damage ist schon eine Menge. Und die Karte kostet ja auch nur 3. Die Karte kostet nur 3. Gut, sie kann nur Boden angreifen. Aber 10% Damage ist eine gute Sache. Ebenfalls wird die Kanone schlechter gemacht. Die Kanone kriegt 5% weniger Hitpoints. Die Kanone wurde ja schon im letzten Balance, im letzten Update, wurde die Kanone ja schon schlechter gemacht. Die Lifetime, die Lebenszeit wurde von 40 Sekunden auf 30 Sekunden verkürzt, soweit ich das noch weiß. Und jetzt bekommt die Kanone noch zusätzlich 5% weniger Leben. Ist auch eine gute Sache. Die Kanone ist das meistgespielte, die meistgespielte defensive Einheit. Wann habt ihr das letzte Mal einen Tesla gesehen? Ich ewig nicht mehr. Bin ich auch ganz froh, dass man so nicht den Inferno-Turm, Bombenturm sieht man auch nicht allzu oft, aber es hat echt fast jeder die Kanone mit. Kanone und Elixierpumpe, das war so die typische Kombination, die fast in jedem Deck vorhanden waren. Beide Karten werden jetzt schlechter gemacht, finde ich gut, dass man auch einfach so ein paar andere Einheiten spielen kann. Wir haben gerade vom Tesla geredet. Der Tesla wird besser gemacht. Finde ich ganz gut. Er war ja früher, als das Spiel relativ neu war, mit Abstand die beste defensive Einheit. Dann wurde sie mega viel schlechter gemacht. Und mittlerweile spielt die keiner mehr. Der Tesla bekommt jetzt 5% Leben wieder dazu. Und Supercell hofft, dass der dann etwas öfter wieder gespielt wird. So, die nächste Karte, die sich verändert, ist der Golem und die kleinen Golems, die da rauskommen. Was passiert genau? Die kriegen nochmal zusätzlich 5% mehr Leben. Und das ist schon eine Menge. Ihr seht jetzt hier, der Golem hat 4000 Leben. Das sind 5% echt viel. Und ich fand, der Golem war echt schon ein übelster Tank immer schon. Gut, er kostet auch 8 Elixier. Also finde ich, dass die 5% verdient sind. Der Inferno-Turm wird ja zum Beispiel jetzt hier nichts merken von den 5%. Das wird ja völlig egal sein. Aber so gegen manche Einheiten sind die 5% ganz sinnvoll. Die nächste Einheit, die auch überhaupt nicht in den Top 1000 der Welt gespielt wird, monatelang nicht gesehen, die Hexe. Die Hexe bekommt 10% mehr Schaden. Das ist ordentlich. Ich hoffe, ihr wisst alle, dass die Hexe Flächendamage macht. Sprich, wenn da irgendwie so eine Minion-Horde oder Minions sind, dann kriegt die Hexe diese relativ schnell down. Und jetzt nochmal zusätzlich 10% mehr Schaden. Finde ich gut. Finde ich gut, gefällt mir. Und nicht nur die Hexe wird verbessert, zusätzlich zu der Hexe werden auch noch die Skelette verbessert. 5% mehr Schaden und Leben. Das finde ich ein bisschen krass. Ich fand die Skelette, ich sag's auch ständig, ich finde die OP, die sind einfach zu stark, finde ich. Die machen auch extrem viel Damage. Wenn irgendwie mal ein, zwei Skelette zum Tower durchkommen und der Riese tankt den Tower und da sind zwei Skelette am Turm, die den angreifen, dann fällt der mega schnell um und die Skelette, 4 Skelette kosten nur ein Elixier, die Karte ist total billig und sie bekommt jetzt nochmal zusätzlich Leben, gut, das wird egal sein, die meisten Einheiten werden sie immer noch One-Hitten, aber der Extra-Schaden, das ist echt krass.
nochmal 5% mehr Schaden und die Karte kostet nur ein Elixier. Und wo wir schon bei den Skeletten sind, der Tombstone bekommt 10% mehr Leben. Ist okay, den sehe ich auch relativ selten. Ich weiß nicht, ob die 10% da irgendwie so groß was ausmachen werden. Ihr seht jetzt hier auf Level 5 hat er 292 Leben mit 10% dazu. Das ist ja echt gar nichts. Das wäre dann so viel wie jetzt hier ein Update. Ein Upgrade. Naja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Wir wollen den Tombstone, dass er ein bisschen öfter gespielt wird. Ich finde ihn nicht so stark. 10% Leben werden da nicht helfen. So, das war's mit den Änderungen der Karten. Ich bin gespannt, ich habe da Bock drauf. Die meisten Sachen, die Supercell vorgestellt hat, finde ich richtig geil, machen Sinn. Bei manchen Sachen denke ich mir so, boah, das haben sie nicht so ganz überdacht. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass der Miner, der besser gemacht wird, demnächst wieder schlechter gemacht wird. Ja, aber ansonsten freue ich mich auf das Update. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Meinungen zu einigen Updates, zu einigen Balance-Changes sind. Weil ob ihr was gut findet, ob ihr was schlecht findet, ob sinnvoll, nicht sinnvoll. Und ob ihr meine Meinung teilt, wenn ich zum Beispiel sage, der Miner kriegt 6% mehr Leben, der wird zu stark werden. Oder seht ihr das anders? Am 18.05. kommt das Update raus. In 4 Tagen, naja, fast 3. Ich werde versuchen, an dem Tag, wo das Update rauskommt, meinen Stream zu starten, live auf Twitch, könnt ihr mir dann zusehen. Da werde ich einfach mal das Update testen und wenn ihr mir dabei zuschauen wollt, dann schaut in meine Beschreibung. Da ist mein Twitch-Channel verlinkt und ich hoffe, wir sehen uns dann spätestens am 18.05. wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, darüber würde ich mich freuen. Abonniert mich, wenn euch der Channel gefällt. Und wir sehen uns dann. Haut rein, Leute!